Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Brexit, EZB und Trump, das waren die beherrschenden Themen der letzten Woche. Haben Sie uns doch wirklich auf Trab gehalten, als zuerst Frau May begann, ihre Ausführungen zum Brexit zu liefern. Am Donnerstag dann Mario Draghi von der Europäischen Zentralbank und am Freitag die Vereidigung des neuen amerikanischen Präsidenten Trump. Und die Ereignisse sind sehr vielfältig. Aber man kann grundsätzlich sagen, das ist die Meinung unseres Investmentprozesses letztendlich, dass der Brexit sehr viele Unsicherheiten mit sich bringen wird. Es könnte auch die Wirtschaft belasten, aber es dürfte kein Desaster weder für Großbritannien noch für Europa nach derzeitigem Stand werden. Die Europäische Zentralbank, auch sie hat sich klar bekannt. Sie wird weiter tragender Pfeiler bleiben der jetzigen Konjunktursituation in Europa und sie wird das Geld bis spätestens oder mindestens Ende 2017 in die Märkte weiter pumpen, 60 bzw. 80 Milliarden pro Monat. Und sie hat erklärt, sollte es Schwierigkeiten in Europa geben, wird sie das Programm weiter verlängern, vielleicht sogar noch ausweiten und vielleicht sogar die Strafzinsen noch weiter erhöhen. Für die Aktienmärkte von der Konjunktur gut, für die Sparer natürlich ein schwieriges, belastendes Bild. Und letztendlich der neue Präsident in den USA, Donald Trump, er hat viele Facetten, viele Gesichter, die er im Wahlkampf gezeigt hat. Es ist auch momentan noch nicht klar, ob es ein Präsident Hui oder ein Präsident Pfui wird. Hunde, die bellen, beißen häufig nicht. Man wird schauen, was er im Parlament und ähnlichen Institutionen in den USA umsetzen kann und wie er mit der Weltpolitik und mit der Weltwirtschaftsordnung derzeit umgeht. Diese Dinge werden wir ganz genau beobachten, haben wir in unseren Investmentprozess klar mit eingebaut und bewerten wir täglich auf deren Für und Wider, ob wir Investitionen neue in Aktien in Amerika, Europa oder ähnlichen Regionen tätigen. Schauen wir uns noch ein paar technische und fundamentale Fakten an. Auch hier scheint die Welt durchaus gesund und in Ordnung zu sein. Der deutsche Aktienindex hier an der Entwicklung die letzten 4 Jahre kann man erkennen. Hier haben wir noch den Trump-Effekt, als die Börse Vorschusslorbeeren gezollt hat. Technisch sind die Märkte im Aufwärtstrend, das ist alles korrekt. Und als nächste Hürde ist das letzte Allzeithoch eigentlich bei 12.400 im Visier. Die Bewertung im deutschen Aktienindex hier dargestellt an der blauen Linie, hohe Werte sind teure Aktien, tief sind niedrig, zeigt, dass wir noch nicht am Durchschnitt angelangt sind. Wir sind zwar nicht mehr ganz billig in den deutschen Aktien, aber von teuer kann keine Rede sein. Und auch beim amerikanischen Markt, beim Dow Jones, sehen wir, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt ist. Hier nochmal der Trump-Effekt und momentan steht der Dow tatsächlich an der wichtigen Marke von 20.000 und schafft es momentan noch nicht drüber. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen, wenn positive Impulse von Donald Trump für die Wirtschaft kommen, wird er sicherlich über 20 und darüber hinaus noch ein paar tausend Punkte weiter schaffen. Einen interessanten Markt habe ich Ihnen noch mitgebracht aus unserem Research. Das ist Russland, der russische Markt. Hier insgesamt dargestellt, die letzten 12 Jahre ist erkennbar, dass er insbesondere die letzten 5 Jahre einen starken Abwärtstrend hatte mit den Sanktionen, Ukraine-Krise und Ähnlichem. Aber die russische Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren und es gibt also hier eine Trendwende, die wir sehr genau beobachten und selektiv natürlich auch wieder Investments in Osteuropa oder in Russland letztendlich dann vornehmen könnten. Aus fundamentaler Sicht noch der Welthandelsindex. Hier sieht man, dass er seit Sommer schön gestiegen ist. Er ist jetzt per Ende November bei 71,5 angelangt, ein sehr hoher Wert. Er misst die Warenströme zu Luft, Schiene, Straße und Wasser. Damit kann man klar erkennen, wie viel Waren um die Welt geliefert werden. Der Trend ist also ganz klar positiv. Aus unserem Risikomanagement ist eine Folie ganz interessant, dass die jetzige Horse eben bereits
die seit März 2009 nun läuft, bereits 95 Monate Bestand hat und einen Kurszuwachs von 230% hatte, wer natürlich vollständig in Aktien investiert ist. Damit liegt die Horst deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Horst-Zeiträume. Hier liegt der Durchschnitt bei 54 Monaten oder 150%. Das ist ein Risikomomentum, das wir sicherlich auf dem Schirm haben, denn die Märkte sind nicht mehr ganz billig. Es ist also mit Rückschlägen auch mal zu rechnen, aber derzeit sind noch keine klaren Signale bekannt. Noch ein Thema des Risikomanagements, das uns zurzeit beschäftigt, das sind die Target-Zeiten, die in Europa immer wieder diskutiert werden. Hier die obere Linie, das ist der Target-2-Saldo der Deutschen Bundesbank. Daran ist klar zu erkennen, dass Deutschland ein klarer Profiteur der Euro-Krise der letzten Jahre war. Viel Geld fließt nach Deutschland. Und hier unten haben wir mal dagegen gestellt die Target-Salden der italienischen Notenbank. Die haben wir vor ein paar Tagen eben reinbekommen. Und man sieht, dass Italien mit 400 Milliarden bei dem deutschen Staat praktisch kurzfristig in der Kreide steht, über die Target-Salden negative Beträge hat. Das sind Risikopositionen, die auch in anderen Ländern ähnlich ausschauen, die wir nicht unterschätzen wollen, weil das Gesamtrisiko Staatsschuldenkrise in Europa ist natürlich allgegenwärtig und kann bei Gott nicht ausgeblendet werden. Als positiven Abschluss noch die Bewertung des amerikanischen Aktienmarktes, hier der S&P 500. An der Grafik kann man erkennen, dass die Fläche der Linie die Erträge sind, die die amerikanischen Unternehmen erwirtschaften, und die gezichelte Linie, das ist der Indexstand des S&P 500. Ganz wichtig für uns ist, dass es deckungsgleich ist, Gewinn und Kurs des Index laufen parallel, damit keine Überhitzung trotz der hohen Stände, sondern eine gesunde, untermauerte Aktienkultur und ein Indexstand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein Kurzausblick aus unserem Investmentprozess, der eine Vielzahl an Analysen, Bewertungen zu inne hat, die täglich an die 100 Stück analysiert und bewertet werden. Gutes Risikomanagement und Chancenmanagement ist in diesen Zeiten besonders wichtig, eben täglich Hand anzulegen. Das machen wir gerne für Sie und unsere Mandanten. Nach dem Motto, ich vertraue auf Werte, tun Sie es auch. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen, gute Börsen und einem Donald Trump ein glückliches Händchen, das für die Weltwirtschaft sicherlich richtungsweisend sein wird. Wiederschauen.